Willkommen zurück zu Super Metroid, ab ins neue Gebiet. Wir haben im letzten Part einiges bekommen. Den springenden Morph Ball und... Wow, was eine geile Mucke hier. So richtig bedrohlich, episch. Na gut, gucken wir mal. Ah, die Seepferdchen und... Achtung, diese Lava kann uns wiederum wieder Schaden zufügen. Die andere nicht, aber das wäre ja sonst zu einfach hier. Wow, was geht hier schon wieder ab, ey? Okay, benutze mal deinen super coolen Space Jump. Da sind so viele Sachen, die einem da aufhalten. Na gut, das Ganze ohne Karte, also keiner weiß, was abgeht. So, böse Lava. Ist das hier Ende Gelände? Ah, Powerbomben. Ich verstehe. Und wieder ein Show, so mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und diesmal, ja... Er trinkt die ganze Lava weg. Bon Appetit. Guten Durst. Und weg ist er. Magische YouTube-Partnerfähigkeiten. Naja, nicht ganz. So, runter da. Geile Mucke, ernsthaft. Hat was Episches. Ja, es ist wirklich schade, dass viele Spieler von... 1993 gar nicht so weit gekommen sind, weil das Spiel halt wirklich so viele knifflige Stellen hatte, wo man einfach nicht mehr weiter wusste. Und damals auch wirklich. Ja, da stürzt man runter, das wusste ich doch so tausendprozentig. Und trotzdem war ich nicht fähig. Ich komme schon wieder zurück. Wahrscheinlich niemals mehr in meinem Leben. Hey, was machst du da? Was fällst du so runter? Hast du da oben ein bisschen abgehangen oder was? Was willst du denn? Ah, da ist er so ein... Okay. Da muss man schon ganz explizit an der einen Stelle treffen. Ey, das ist ein Supermissile. Weißt du, was das ist, Junge? Hm? Ja. So, ein Chozo hatten wir schon recht zu Beginn, aber der hier scheint ja wohl ein paar Nummern härter zu sein. Mach lieber die normalen Missiles. Zumindest, wenn es fertig ist. Weichst du aus? Was geht denn ab? Er weicht aus. Er weicht aus. Na gut. Tö, der ausweichende Boss. Na komm schon. Du bist langweilig. Du kannst nichts. Na, du kannst ausweichen. Das ist schon ziemlich stylisch. Oh, ist langweilig aber. Du mit deinem Ausweichen da. Hohoho. Bist du hier voll der Experte oder was? Oh, gleich keine Missiles mehr. Geh mal nicht so ab. Was ist denn los hier? Ich hab genug Missiles. Ja, da oben liegt der Missile-Container. Das ist die Sache. Hätte ich mal lieber. Hättest du mal lieber. Also immer warten, bis er angreift. Weil sonst hast du ja nichts zu lachen. Probier es mit. Immer warten, bis er angreift. So. Lass ihn halt ein bisschen näher kommen. Lass ihn halt mal ein bisschen. Ah, okay. Ja, du hast jetzt voll die vielen Powerbomben schon abbekommen. Was ist mit dem los? Unbesiegbar. Weil ich meine Energie hält auch nicht mehr Jahrtausende. Ey, Junge! Was ist los jetzt? Hoffentlich halt wieder was aufgefüllt. Ich meine, schmeiß mir die ganze Zeit Items entgegen. So, und jetzt sollte ich echt mal auch davon Gebrauch machen, da. Uah. Nein, nein, nein. Alter, ich verstehe den Boss nicht. Ich verletze ihn. Ich habe ihn die ganze Zeit verletzt und deswegen... Wird er wohl nicht mehr lange durchhalten. Ich krieg eigentlich so viele Bosse vor die Nase gesetzt in letzter Zeit, ey. Ja! Immer noch nicht. Das ist aber... Das ist, mehr können wir nicht machen bei dem. Echt zusammenreißen. Ich bin zu... nachlässig mit den Sachen umgegangen.
Vielleicht sind Power-Dinger die einzigen, die ihn verletzen, richtig? Was ist das jetzt für Gegner? Oh, unsere Energie! Alter, zum Glück haben wir ihn jetzt besiegt. Hey, guckt euch das mal an. Kein Energietank mehr übrig und so. Gib mir Energie. Nicht schlecht. Nicht schlecht, hey. Jetzt bin ich doch da hoch. Was ist denn los? Komm. Komm. Nee, das reicht mir nicht mehr. Ich will da wieder hoch. Naja, irgendwie müssen wir auch wieder zurückkommen. Jetzt gibt's... Screw Attack! Und damit ist unser Arsenal offiziell voll. Ja! Wir haben alle Fähigkeiten. Wer mich nicht alles täuscht, haben wir alle Fähigkeiten. Jetzt können wir zusätzlich noch alles kaputt machen, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber warum ich hier jetzt? Ich bin aber immer noch zu blöd zum vernünftig springen. Wenn sich einige mit dem Stuhl gegen den Kopf hauen, aber nein. Das ist mein Style hier. Oh! Hallo Super Missile! Ich wollte aber schon wieder zurück, so zu dem anderen Container da. Vielleicht kann ich. Oh. Nicht so. Nein? Nein? Kann ich hier... Scan up. Scan up. Das ist höchst verdächtig und merkwürdig. Und überhaupt. Und generell. Also komme ich wohl nicht so zurück. Ich gucke nochmal hier so. Super stylisch mäßig. Nee. Ich weiß, dass wir da drüber spacen müssen, aber... naja. Leb wohl, Energietank. Bis das der Tod uns scheidet. So. Was ist wohl unten in der Tür? Egal, ihr... Ups. Ihr könnt mir gar nicht, solange ihr nicht eingeeist seid. Also, bam, bam. Ja. Überraschung. Wenn die es auch so eilig haben, müssen die mal aufs Klo oder was geht ab? Oder zu viel Kaffee getrunken? So. Da scheint es irgendwie weiterzugehen. Oh. Und was befindet sich? Oh! Was eine Wohltat. Danke. Vielen Dank. Ich bin unendlich dankbar für diese milde Gabe. Ups. Gut, dann können wir jetzt ja. Wenn wir es könnten, könnten wir weitergehen. Also geh es unten in die Tür. Nirgendwo anders. So, ich guck nochmal, ich lunze nochmal ganz kurz. Ne? Da unten riecht's nach einem Boss, ne? Da! Und wir riechen Bosse! Vergammelt! So, Ja, jetzt habe ich. Er sammelt die Missiles bloß alle ein. Weil ich sag nur Boss. Schon alles für diesen Lappen verbraten. Das darf nicht wahr sein. Was wird das, wenn es fertig ist? Also, Screw Attack. Da machen wir alles platt. Das ist aber nicht korrekt hier. Okay, da fallen wir runter. Irgendwie. Oieiei. Oha. Was ist das? Was geben? Muss schnell sein. Auf jeden Fall haben wir es irgendwie geschafft, so relativ. Na du. Und du? Warte mal auf jetzt. Übertrieben. Okay, die wollen alle nicht. Nur besiegbar mit der Screw Attack auf Doom. Ah. So. Seid ihr schon mal in den ewigen Jagdgründen zu Hause? Aha. No. Hallo, ich verstehe das einfach nicht. Hm.
Orange. Hallo? Ja. Immerhin haben wir es aufgemacht, ne? Ich könnte schon hier. Herr, die. Walljump. Ja, ich bin so blöd. Ernsthaft, das ist nicht so schwer. Okay, es erfordert Übung, aber ich stelle mich an. Es tut mir leid, Freunde. Irgendwie löst sich der Sprung immer wieder auf und generell. So. Und überhaupt. Weiß ich überhaupt nicht, was ich hier mache. Was ist hier los? Was geht denn ab? Kommt mir alles so fremd vor. Ich glaube, diesen Teil des Urlaubs habe ich nicht gebucht. Das liegt wohl am All-Inclusive. Was ist los mit dir da, Schätzchen? Außerdem ist das da sehr verdächtig. Da ist schon wieder was faul. Da fallen wir runter. Ganz merkwürdig. Ich will jetzt aber... Nein! Lava steigt. Tu nichts Unüberlegtes. Bam. Bam. Ja. Ich komme hier wohl mit dem blauen Auge davon. Ich wollte rennen, aber ich habe ja immer noch das komische Ding an. Wow, Adrenalin. Ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht und so. Ich werde wohl irgendwie irgendwas richtig machen. Wie es aussieht. Ah. Hilfe, Angst. Angst. Ja, ja, ja. Ach, natürlich. Sobald man bessere Waffen hat, sind die Gegner alle viel widerstandsfähiger. Was ist denn das hier für eine Party? Wie geht denn das hier so 10 Kilometer weit? Das ist doch bestimmt so ein Speicherraum oder so ein Quatsch. Ja, Mann. Guckst du an, ey. Na gut. Let's save. Let's speichern. Kommt mir alles sehr befremdlich vor hier gerade. Deswegen bin ich so wachsam wie nie zuvor. Mein Weg führt mich noch hier. Da sind noch mehr Zeug gewesen. Ernsthaft, wollen wir das erstmal abchecken? Oder Moment, was geht da unten? Hä? Lass mich. Hä? Was wird denn das? Hä? Nur zu Deko-Zwecken oder was? Zum Teufel? Hä? Okay. Ja, voll blind jetzt gerade. Und was wird das? Okay. Ich finde den Weg. Nervt mich jetzt nicht. Was habt ihr für Kollegen? Nein. Komm, mach die Fliege. Das stresst einen hier. Ich bin total angespannt. Ich frage mich, wo geht's lang? Was wird die Zukunft mitbringen? Da war noch... Nein, komm. Nicht so überhastig. Komm schon. Sammel hier noch deinen Powerbomben-Container ein. Und iss dein Kartoffelbrei auf. So. Hä? Ist auch schon wieder mit 10.000 Secret. Nee. Einfach zu blöd zum Kombinieren. Ja, jetzt sagen, blöd zum Kacken. Nee. Ja. Lediglich kombinieren. Kacken kann ich in der Tat noch, ja? Soll ich euch zeigen? Wollt ihr einen Beweis? Alter, was geht mit dem ab? Voll overpowered. Ernsthaft? Wie soll ich besiegen? Hä? Wie soll ich die denn besiegen? Die sind so gegen alles immun, ey. Versuch's gegen mit Supermissiles. Alter! Was seid ihr für welche?
Ich hab Angst. Ey, den macht nichts aus, ne? Hä? Die sind eine Zeit lang orange. Das muss ich vielleicht. Ja, richtig. Wenn sie orange sind, sind sie verwundbar, aber nicht mit meinem... Die besiegen mich. Die besiegen mich. Sag ich euch. Ah, ich krieg die nicht. Das war's. Die besiegen mich. Ja genau, mach doch erstmal nur einer. Ach, Kinders, da war er mal verwundbar. Oh Mann! Oh. Nur Billigtreffer. Okay, es war der erste und er hat viel Energie gedroppt. Ich will nicht verlieren gegen euch. Wenn ich keine Wahl hab! Oh. Super Missiles. Ich muss ja wohl auch treffen. Ah! Die gilt nicht, oder was? Wie dumm. Komm schon. Verwunde dich. Mann! Das wird hier. Gegen die härtesten Weltraum. Pia, never. Boah! Was sind das für Viecher gewesen? Habt ihr das gesehen? Jetzt werde ich gläubig, ey. Jetzt noch so ein Boss hinterhergeschoben wird. Brech ich ab. Also im Sinne von nicht das Projekt, sondern ich. Ich breche ab. Ja. Gut, dann wollen wir hier so ein bisschen uns auffüllen. Und diesen wunderschönen Käfern erlaben. Dann komm halt her. Drei wären schöner gewesen, aber ich muss. Hier muss jetzt was gehen. Ich muss meine Energie oder sonst. Ihr seht das. Ihr versteht, was hier abgeht, oder? Reimt sich sogar. Ihr versteht, was abgeht, ja, wir sind weit gekommen. Also, dann geht das Spiel auch nicht mehr. Für die Leute, die schon hoffen, wann sind vorbei, der Mist. Gibt es wirklich welche, ja. Ich finde es ein cooles Spiel. Ich finde es ein cooles Spiel, ja. Ich kann schon mal versichern, dass Metroid Fusion auf jeden Fall kommen wird und Metroid Prime auch, klar. In dieser Reihenfolge. Also erstmal mach ich die Originalserie, ja. Wir hatten Metroid Zero Mission, das ist der erste Teil, ne? Ist ja identisch mit dem ersten Teil, beziehungsweise nur grafisch aufpoliert halt. Metroid 2 hatten wir als Games-Test. Das ist jetzt der dritte Teil mit Super Metroid. Und der vierte Teil Metroid Fusion. Und dann kommt vielleicht irgendwann Metroid Prime. Momentan habe ich Bock drauf, aber ja, mal gucken. Man darf auch nicht zu viel Metroid machen, weil es gucken halt wirklich halt doch leider weniger Leute als ich dachte, aber naja, ich find's geil und deswegen Let's Plays. Fresh aus, wie immer aus. Füll den Energietank auf. So mitten in der Wii U-Ära, naja. Das hast du jetzt bald mal, das dauert ja ewig. Wenn es wenigstens immer drei wären. Ja. Und ich springe in die Lava. Alles umsonst. Ja. Vielleicht sollte ich doch erstmal weitergehen, weil das könnte ja noch ein bisschen dauern. Okay. Tschum. Vergiss es. Das reicht. Das ist schon wunderschön. Ich kriege noch mehr von diesen Faces. Faces of Evil. Oh, Boss. Nein, ich hab echt Schiss, weil ich jetzt keine Ahnung mehr hab von Tuten und Blasen. Wir gehen so rein, so wie wir sind. Nackig. Wo sind wir denn? Ach ja. Hi.
Warum habe ich Angst vor dir? Hat das einen Grund? Muss man Angst vor dir haben, Ridley? Kann man dich mit Screw Attack verletzen? Nerv nicht. Ernsthaft. Nein, das tust du nicht mehr. Bitte. Ich hau einfach drauf mit meinen Super Missiles. Ah, er hat schon was abbekommen und so. Nicht in die Lava. Mann, lass mich los. Hä? Wo bist du? So, jetzt die... Nein, nein, nein. Wie kriegen sie das hin, Leute? Ich hab zu wenig Zeug. Ich hab zu wenig Zeug. Nein. Ich werde sterben. Das ist voll schade. Weil wir sind weit gekommen. Seit dem letzten... Nein, wir werden... Wir können das nicht mehr schaffen. Ich werde hier mein Leben lassen. 28 nur noch. Oh, ja, Reservetank. Super. Bringt mir aber nicht so viel. Ja. Freunde, Lebensverlust. Wir haben es geschafft, Samus Aran zu entblößen. Ja, viele, viele haben es versucht. Abgespeicherte Norfair an dieser Stelle. Okay, Freunde. Das ging in die Hose. Ich bin Miroslav Klose. Nee, Spaß. Und ja, Leute, ich würde sagen, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Dann gebt einen Daumen runter. Ich begebe mich nochmals zu Ridley und werde ihn mit euch am Anfang des nächsten Parts in die Knie zwingen. Das ist zumindest mein Masterplan und ich hoffe, ihr seid dabei und nicht verpassen. Freunde, bis dann und ciao!